Moin Freunde, ich bin's, euer Seher. Diesmal nehme ich euch mal mit. Wir haben heute mal 500 Gold investiert. Und sage und schreibe Saronit-Erz. Wir probieren unser Glück mal, was wir da rauskriegen. Und wir fangen einfach mal an. Wir schnacken gar nicht lang, sondern gucken mal, ob wir irgendwie Plus machen oder nicht. Das sind jetzt knapp 600 Erze. Mir fehlen leider zwei, ansonsten hätte ich genau 600 gehabt. Am Ende werde ich dann noch die Auflösung machen, ob es sich gelohnt hat. Aber wir nehmen, oder ich nehme euch jetzt mal im kompletten Durchlauf mit. Da haben wir schon mal 90 Gold. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal einiges wieder gut. Ja, das heißt, da sind auf jeden Fall schon fast 4 Stacks von den Saronit-Erz wieder raus. Wir gucken mal weiter. So early in den roten zu ziehen, das ist schon echt fein. Ja. Wenn es laggen sollte, tut es mir leid. Ja. Aber ich glaube, davon solltet ihr nicht allzu viel mitkriegen. Ja. Wir gucken aber mal. So. Ja, es läuft auf jeden Fall bisher ganz gut, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Ich kann sie natürlich notfalls natürlich auch noch verarbeiten, damit den zweiten roten, das heißt schon mal 180 Gold umgerechnet. Ja. Es läuft auf jeden Fall bergauf. Ja. Jetzt haben wir nur noch 320 Gold, ungefähr miese. Ja. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch den einen oder anderen roten Edelstein ziehen, dass wir da auf jeden Fall wieder mit Plus rausgehen. Ja. So, die anderen ganzen Edelsteine, die sind auch ganz gut, weil ich brauche eh mal wieder welche auf Vorrat. Dementsprechend lohnt es sich sogar. Ja. Dann gucken wir mal, wie viele Erze haben wir noch? Knapp 500, jetzt noch 490 ungefähr. Dann gucken wir mal. Bisher sieht es relativ mau aus. In Anführungszeichen nur zwei rote. Ja. Aber wir gucken mal. So. Dann lasst uns doch mal gucken, wie es aussieht. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Dragonfly steht bald vor der Tür. Ich glaube, in 2 Wochen wird es ja schon released. Da kann man dann auch mal sagen, läuft auf jeden Fall. Und joa. Ja. So. Es nähert sich dem Ende. Ja, obwohl das Ende ist noch relativ weit. Ja, wir haben jetzt gleich erstmal die Hälfte. Dementsprechend gucken wir mal. Paar rote dürften es noch sein, also drei rote müssen es noch sein, dass wir auf jeden Fall auf plus minus null ungefähr wieder rauskommen. Ja, dementsprechend ja, ja. Aber wir gucken auf jeden Fall wieder zum Ende hin. Hat es sich gelohnt? Hat es sich nicht gelohnt? Ja. Wir reden da natürlich nur von den normalen Gems, also von denen, die man so hat, ohne dass sie geschliffen sind. Ja, ja gut. Weil bei den gelben weiß ich, dass es da den einen oder anderen gibt, der doppelt so viel wert ist wie der normale. Ne? Bei den roten leider, naja, ne? Ist der Preis so, ja, ich weiß nicht. Da nimmt sich es nicht viel. Ne? Also wirklich, da nimmt es sich nicht viel, ob da jetzt was, wie heißt das? Ne? Ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Dementsprechend, ja. Ja. Wir gucken mal. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal ein paar blaue. Ja. So, die gelben, die brauche ich so oder so mal wieder. Davon habe ich nämlich nicht allzu viele. Das weiß ich nämlich. So. Von den ganzen anderen Edelsteinen lohnt es sich natürlich auch mal wieder welche anzusammeln. Weil auch die sind natürlich ein bisschen was wert. Ja. Aber wir gucken mal. Es ist zwar schön, dass ich hier jetzt einen grün kriege, ja, oder lila, ja, aber ich brauche halt rot, meine Freunde. Rot oder orange? Orange haben wir noch gar nicht gezogen. Ja. Orange haben wir noch gar nicht gezogen. Davon brauche ich auch einige. Dementsprechend müssen wir hoffen, dass wir orange und rot kriegen, weil das sind halt die Steine, die mir am meisten fehlen. Oh, der hat sich gelohnt. Das war schön. Da haben wir auf jeden Fall unseren dritten roten. Ja. Das war ein sehr schöner Diss. Ja. Zwei blaue Edelsteine im Eimer sondieren. Das kann man mal machen. Ja. Ansonsten würde ich es euch bisher raten, das nachzumachen. Es kommt immer auf euer Glück an. Ja. Oder ob euch das jetzt stört, ob das ihr mal
eine Summe an X investiert. Habt ihr das Gold? Macht es. Habt ihr es nicht? Lasst es lieber sein und schaut mal nach. Ich habe einige Videos ja schon aufgenommen, wie ihr an Gold kommen könnt. Na? Und einige werden noch folgen. Na? Ich werde auch mal gucken, ob ich vielleicht auch mal sowas mache wie True or Bullshit. Na? Sowas wie Exitus halt macht so Fake-Checks. Na? Nur, oh, auch ein schöner. Da haben wir schon mal vier rote. Weil da habe ich nämlich auch noch ein paar Videos offen. Na? Oder ein paar Videoideen offen, ob man das so machen kann oder nicht. Na? Und ja. Ein roter, glaube ich, noch. Ja, zwei rote noch. Und dann sind wir auf jeden Fall wieder ungefähr bei dem raus, was wir hatten. Ja. Wir wollen aber natürlich Plus machen. Also ich habe jetzt ungefähr 520 Gold investiert. So 505, 520, so in dem Dreh. Ein Stack hat mich ungefähr 18 Gold gekostet. Ja, dann könnt ihr das ja ungefähr ausrechnen, was das jetzt waren. Oh, ich glaube so 505 waren das. Dann habe ich noch einen Stack nachgekauft. Also noch dazu gekauft. Ja. Weil ich eigentlich noch zwei haben wollte, um hier das Saronit-Erz kaputt zu machen. Jetzt habe ich halt drei Stück übrig. Und das stört mich ein bisschen. So. Da haben wir endlich mal nochmal Orange gezogen. Die kleinen Orangenen, die brauche ich eigentlich nicht allzu dringend. Ich bräuchte, wenn dann, den blauen Orangenen. Ja. Aber kannst du machen, Sache nix. Ja. So. Wir nähern uns dem Ende. Wir haben jetzt noch 160 Erz vor uns, also noch 8 Stacks. Ja? Und dann schauen wir mal. Hat, jawohl, da ist der nächste rote. 439 oder sagen wir mal 440 Gold. Ja? Das heißt, ein roter noch und wir sind auf plus minus 0. Na? Dann hat es sich definitiv schon gelohnt, weil die geschliffenen Edelsteine sind um einige, ja, nimmt sich nicht viel, aber so je nach Edelstein nochmal 10 Gold teurer. Aber wir haben ja auch hier noch ein paar andere Edelsteine. Wir werden es auf jeden Fall gleich ausrechnen und gucken, hat es sich gelohnt, hat es sich nicht gelohnt. Ja. So, dann sagen wir mal, wir haben rund 500 Gold investiert. Ja. Und rechnen das da mal so runter, ob wir da irgendwie Plus oder Minus gemacht haben. Ja. So, jawohl, da ist der erste Orangene. Ich werd verrückt. Nach fast 500 Erzen oder so haben wir den ersten Orangenen gezogen. Das ist echt lächerlich. Ich habe mehr Rot gezogen, obwohl der teurer ist als Orange. Das muss schon was heißen, ey. Das muss schon was heißen. Ich frage mich, warum der Orangene nicht teurer ist als der Rote. Ja. Ja gut, da steckst halt nicht in der Haut drin, ne? So. Wir kriegen aber einiges an Edelsteinen, also wenn ich nochmal einen Twink leveln sollte, geschweige von equippen müsste, habe ich auf jeden Fall schon mal wieder ein paar Edelsteine auf Vorrat, die ich dann nutzen kann. Ja. So, geschweige von, wenn ich Goldnot hätte, könnte ich sie natürlich auch verkaufen. Ja. Aber ich habe jetzt derzeit 7,8, ja, sagen wir mal 7,9k. Ja. Ich war bei 8,4. Dementsprechend hat es mir jetzt nicht ganz so weh getan, weil ich habe jetzt in den letzten 2 Tagen knapp 3000 Gold gemacht. Dementsprechend stört es mich jetzt nicht allzu sehr. So. Letztes Stack Erz haben wir. Und was kriegen wir nach raus noch? Einen roten. Komm, einen roten noch. Komm, gönn. Gönn. Leider nein. Schade aber auch. Dann rechnen wir das nochmal ganz kurz mal zusammen. Ja, so, wenn jetzt mein Spiel mitmacht. Ja. So, 26 Gold. 28. 2 Gold. 1 Gold, 8 Gold, 27, 10, 20, 8. Dann haben wir hier nochmal 12,
Dann haben wir hier nochmal 55, 44, 440, 440, 45 und nochmal 48. Also wir haben aus 500 Gold Investment haben wir, wenn wir jetzt alles verkaufen würden, was ihr jetzt gerade im Inventar in Edelsteinen seht, das hat einen Materialwert von 774 Gold. Das heißt, wir haben 274 Gold Gewinn gemacht. Lohnt es sich? I don't know. Lohnt es sich, die zu schleifen? Die roten? Maybe. Alles andere müsste man gucken. Ja, dementsprechend, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Lasst doch gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Sagt mal, was ich gerne noch testen soll. Vielleicht irgendwas mit Schneiderei, Schmied oder ähnliches. Weil ich habe so gesehen, derzeit fast alle Berufe außer Leder, Lederer, Kürschnerer, Alchi und Inschriftler. Die Berufe fehlen mir noch. Aber ansonsten habe ich Schneider, Juwe, Ingi, Schmied und VZ, womit wir noch Videos machen könnten. Ja? So, schwere Sprache, aber egal. Ich wünsche euch was, macht es gut und tschö mit ö.